dann begrüße ich euch alle recht herzlich zu unserer Spielerpräsentation. Heute hier mit unserem Neuzugang Florian von Kochalla, der vom VfL Gummersbach zu uns nach Erlangen wechseln wird, hat bei uns einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Und ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Adastein Eyerson und dich, Flo, hier in Franken. Und möchte zuerst René fragen, was uns denn dazu bewogen hat, Florian zu uns zu holen. Ja, ich bin sehr, sehr froh, Flo hier heute in Nürnberg bzw. beim HC Erlangen schon begrüßen zu dürfen. Offiziell geht es natürlich erst im Juli los, aber wir freuen uns alle natürlich, dass er schon heute hier ist und wir ihn vorstellen können. Flo ist ja in der Bundesliga natürlich ein bekannter Name, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, weit über 600 Bundesligaspiele schon auf dem Buckel mit 28, aber noch im besten Handballalter, wie man so schön immer sagt. Auch schon Champions-League-Erfahrung, auch dort schon treffsicher gewesen. Dementsprechend wirklich ein Mann, der in der Bundesliga kein Unbekannter ist und uns in der Breite definitiv verstärken wird. Ein tolles Duo nächste Saison mit Johannes Selin bilden wird und ja, der sich zum Sportlichen kann Adi natürlich noch was sagen, aber vorweggegriffen ein extrem abwehrstarker Spieler, ein sehr gegenstoßstarker Spieler und einfach auch jemand, der ja auch in Drucksituationen schon mehrfach gezeigt hat, dass er damit gut zurechtkommt und dort über hohe Qualitäten verfügt. All das sind Themen, die uns in den letzten Wochen ja in der Analyse stark beschäftigt haben. Wir analysieren natürlich permanent die aktuelle Saison, als aber auch davon Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen. Und da war uns klar, was wir für die neue Saison einfach benötigen. Und da sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass das neben einem sehr abwehrstarken Kreisläufer ist und einem natürlich noch Linksaußen, aber auch einem Rechtsaußen, der dort uns in der Breite einfach noch mehr Stabilität verschaffen soll. Wir haben einfach gesehen, wie wichtig einfach auch die Abwehrqualität eines Außen ist. Ich glaube, das ist ein Faktor, der oft unterschätzt wird, weil sobald eine gegnerische Mannschaft erkennt, dass man dort nicht über die nötige Qualität verfügt, gleich eine sogenannte Mismatch-Situation mit dem Kreisläufer stellt, die bei jedem Bundesligisten sehr körperlich starke Personalien sind. Und das war dann bei uns immer gleich schon eine Thematik, die die gegnerischen Mannschaften direkt angegriffen haben, wenn sie nicht gepasst hat. Und deswegen sind wir da sehr froh, dass wir auch diese Lücke in der nächsten Saison so hervorragend schließen können und freuen uns dementsprechend auch sehr, dass Flo hier heute bei uns ist. Noch ein Wort natürlich zu Maximilian Lux. Mit ihm haben wir auch intensive Gespräche geführt. Luxi selber ist auch auf uns zugekommen und möchte einfach auch selber mehr Spielzeit haben. Ich glaube, für ihn war einfach die Situation auch in dieser Saison schwierig, weil er sehr, sehr früh in eine sehr, sehr große Verantwortungsposition gebracht wurde. Natürlich, wie bei jedem jungen Spieler, war es zunächst erst einmal angedacht, ihn langsam an die erste Liga heranzuführen. Ich meine, wir reden hier wirklich von dem höchsten, was machbar ist. Deutsche Bundesliga ist nun mal das Stärkste, was es gibt. Und das für einen jungen Mann ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Wir haben es bei vielen anderen jungen Spielern gesehen. Auch ein Christopher Bissel hat 2 Jahre gebraucht, bis er ein solides Erstliganiveau erreicht hat. Und genau das Gleiche sehen wir natürlich auch bei Luxi. Er sollte langsam herangeführt werden, aber wurde durch die längeren Verletzungen von Selin als aber auch zeitgleich durch Teilinger sofort stark in die Verantwortung genommen. Und es ist völlig normal, dass er dort einfach auch noch Defizite hat, an denen er auch noch arbeiten wird. Und er hat den Ehrgeiz, dass er das auch schafft. Aber wir denken und er selber auch, dass er das einfach nur mit mehr Einsatzzeiten auf einem höheren Level benötigt, als es zurzeit der Fall ist. Und deswegen sind Konstrukte, wie wir zum Beispiel jetzt auch das mit Sergej haben, mit einem Doppelspielrecht aktuell bei ihm im Rimpa, durchaus denkbar und ich glaube auch sehr förderlich für den Jungen, weil das ist uns nach wie vor eine große und wichtige Angelegenheit, die Förderung unserer jungen Talente, um sie vorzubereiten für die Bundesliga, um ihnen dort auch die Möglichkeit zu geben, auf Einsatzzeiten und auch auf Verantwortung zu kommen. Und deswegen glaube ich, ist das für alle Seiten der richtige Schritt. Aber nach wie vor, wie gesagt, sind wir sehr, sehr froh, dass wir unseren Kader nächste Saison auch jetzt hier mit Flo verstärken können. Und ja, ich glaube, für alle Seiten ein großer Gewinn. Danke. Danke, René. Adli, was erwartest du dir von deinem neuen Linkshänder? Was erwarte ich von ihm?
Ja, was er in den letzten Jahren einfach bei seinen Mainz-Einsätzen gezeigt hat, für Florian ist schon über lange Jahre, was René jetzt hier ausführlich auch gesagt hat. Ich bekomme genau das, was René gesagt hat, einen konterstarken Spieler, der Erfahrung hat, der einfach Bundesliga erfahren ist. Und ich glaube, ich brauche nicht so viele Worte darüber zu verlieren. Das hatte ich schon vorher gezeigt. Und wir freuen uns einfach, oder ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Flo und dass er mit Celine da eine sehr, sehr gutes Duo bilden wird auf der rechten Seite. Danke dir. Jetzt zu dir, Flo. Was hat dich denn dazu bewogen, nach Erlangen zu wechseln? Ja, erstmal schönen guten Tag von meiner Seite. Für mich war es wichtig, dass ich weiter in erster Liga spielen kann, nachdem mir mitgeteilt worden ist, dass der Vertrag in Gummersbach nicht verlängert wird. Und Erlangen bietet mir die Möglichkeit und ich freue mich einfach drauf, nächstes Jahr für den HC Erlangen zu spielen und bin überglücklich, dass das funktioniert hat und freue mich einfach auf die Zusammenarbeit. Dankeschön. Zeit für eure Fragen. Kurzes Handzeichen, dann reichen wir euch das Mikrofon. Florian Pöhlmann, Nürnberger Zeitung. Erste Frage an Sie. Wenn man halbe Ewigkeit, wir haben es jetzt wirklich gehört, in der Bundesliga spielt, wie hoch ist dann die Motivation noch in Ihrem Alter zum Verein wie HCE zu gehen? Hat man da noch Führungsanspruch? War von einer Herausforderung zu lesen? Wo steckt da die Herausforderung? Also für mich ist es wichtig, dass ich mich immer weiterentwickle und ich glaube, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, kann ich mich durchaus noch weiterentwickeln und ich möchte meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die Jahre in der Bundesliga, gerne an jüngere Spieler weitergeben und möchte dadurch halt auch dem HC Erlangen weiterhelfen. Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Ja, auch an den Neuzugang. Die Frage ist, sind das dann, oder wurde jetzt gerade vorgestellt hinter Johannes Celine oder mit Johannes Celine auf dieser Position, wie genau nehmen Sie den Zweikampf an? Stellen Sie da Ansprüche, natürlich auch wahrscheinlich die Nummer 1 zu sein oder auf der Position? Also sicherlich möchte jeder so viel spielen wie möglich, aber ich glaube, aufgrund der hohen Belastung, die wir in den letzten Jahren in der Handball-Bundesliga haben, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auf der Position zwei etablierte Spieler hat, die das Niveau ungefähr, wo das Niveau ungefähr gleich ist. Und von daher denke ich, ist das Duo ganz gut. Ich kenne Johannes auch ein bisschen privat, von daher wird das relativ einfach sein, sich mit ihm gut zu verstehen. Sie sagen ein bisschen privat, woher? Wie kennen Sie sich? Es war mal, wir haben einen gemeinsamen Freund in Berlin und Johannes hat den Geburtstag gefeiert und da durfte ich dann auch dran teilnehmen. Aus Gummersbach beobachtet man natürlich auch den HC Erlangen. Sie persönlich wahrscheinlich in den letzten Wochen dann ein bisschen mehr. Wie lange hat es gedauert, bis es feststand, dass Sie nach Erlangen gehen werden? Wie lange waren die Verhandlungszeiten? Wann kam das erstmal auf Sie zu? Oder? Also das ging relativ zügig. Ich wollte halt wie gesagt in der ersten Liga weiterspielen. Der HC Erlangen hat auf der Position jemanden gesucht, der das Niveau halten kann. Und dann ging das eigentlich relativ zügig. Zügig heißt wenige Wochen, wenige Monate? Oder? Wenige Wochen. Okay. Ja, Sie haben angesprochen, also das Niveau halten wollen. Wie genau, warum hat es in Gummersbach nicht mehr funktioniert, dass der Vertrag fortgesetzt wurde? Was wurde Ihnen da gesagt, weshalb er nicht fortgesetzt wird? Da müssen Sie unter anderem die Verantwortlichen beim VfL Gummersbach fragen. Das kann durchaus wirtschaftliche Gründe haben, aber die genauen Informationen möchte ich und muss ich jetzt auch hier nicht preisgeben. Bisschen gehört, wie Sie typisiert werden hier. Was würden Sie selber sagen? Celine ist vielleicht mehr der Künstler, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Sind Sie dann mehr der Arbeiter? Ach, schwer zu sagen. Ich bin auch gerne mal ein Künstler, aber mir wurde immer in die Wiege gelegt, dass die Abwehrarbeit sehr, sehr wichtig ist und mit einer guten Abwehr kann man einen guten Gegenstoß laufen und dadurch einfache Tore erzielen. Ob es jetzt von links oder rechts außen ist, ist erstmal völlig egal, aber dadurch kann man halt das Spiel relativ schnell entscheiden und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Geben Sie uns noch ein bisschen einen Einblick. Was sind Sie privat so für Mensch? Familie, Freundin, Kinder? Wie wird das ausschauen? Also ich habe eine Freundin, die arbeitet noch in Köln. Sie ist da Beamtin, wird da im November
verbeamtet und würde dann eventuell nachkommen. Ich selber bin Student, absolviere im Juni mein Diplom. Da habe ich dann einen Abschluss im Sport und Management und werde dann am 1.10. Den Bachelor weiterführen beim IST in Düsseldorf und in dem Bereich Sport und Management. Außerdem spiele ich außerhalb vom Handball oder wenn mal die Freizeit da ist, spiele ich sehr gerne Golf. Frage noch ans Management. Du hast schon angedeutet mit einem Abstecher Richtung Maxi Lux. Verlasst ihr jetzt so ein bisschen den Weg? Darf man euch das unterstellen oder ist genau das nicht das Thema? Genau deswegen habe ich ja gesagt, dass wir uns gerade auch darüber sehr viele Gedanken machen, wie wir unsere jungen Talente optimal fördern können. Und wenn wir einfach sehen, dass die Einsatzzeiten nicht so optimal sind, wie es einfach für einen jungen Spieler der Fall sein muss, um sich besser entwickeln zu können, dann setzen wir uns natürlich zusammen und schauen, welche Konstrukte sind möglich, um genau diese Entwicklung noch besser zu fördern. Deswegen, also das ist ja jetzt keine Entscheidung oder kein Schritt gegen Luxi, sondern natürlich auch mit ihm und für ihn zusammen. Deswegen haben wir uns ja auch mit ihm zusammengesetzt und die Thematik offen und ganz transparent beschlossen oder beziehungsweise besprochen und dann zusammen was entschlossen, wo er auch absolut dahinter steht und sagt, das ist auch für mich der richtige Schritt und deswegen glaube ich, dass das wie gesagt für beide Seiten absoluter Gewinn ist und er hat den Anspruch und den Ehrgeiz auch irgendwann natürlich auch wieder hier auf mehr Einsatzzeiten zu kommen und hier auch fest mehr zu spielen, aber wir alle wissen, wie hart es in der Bundesliga ist und welche Qualitäten man da alles mitbringen muss und da sprechen wir wirklich über wenige Prozent, die einen großen Unterschied ausmachen können und dass man sich die auch in einer anderen Konstellation holt, ist völlig legitim und ich glaube auch gut. Wie gesagt, dafür ist einfach der Weg zu lang, den man gehen muss, um in der ersten Liga wirklich Fuß zu fassen und dass der auch mal, wie gesagt, über andere Konstellationen führen kann, ist völlig normal. Wichtig ist, dass man das zusammen beschließt, zusammen guckt, was ist der beste Weg für einen jungen Spieler und deswegen sehe ich das jetzt ganz im Gegenteil. Wir fördern nach wie vor unseren Weg, ganz besonders auch mit dieser Entscheidung. Sind schon Vertragspartner, also wird er da weiter da mit Coburg arbeiten oder ist er da offen, wo er sein Doppelspielrecht hat? Weiter mit Coburg kann ich jetzt nicht ganz sehen. Wir haben bisher mit Rimpa gearbeitet. Das funktioniert auch hervorragend. In eure Richtung, ne? Achso, ja, genau. Nein, die Arbeit mit Rimpa zusammen funktioniert hervorragend. Serge entwickelt sich auch dort sehr, sehr gut, hat dort viele Einsatzzeiten, gerade im Abwehrverbund. Dort in der zweiten Liga ist jetzt auch aktuell ja nominiert für die A-Nationalmannschaft. Also zeigt, dass er dort den richtigen Weg geht, der durchaus auch wieder zum HC Erlangen dann auch führen wird und kann. Und deswegen, ja, glaube ich, dass dieses Konstrukt gerade für junge Spieler ein sehr, sehr fruchtbares ist. Was sind eure Personalplanungen noch vor? Kreisläufer links außen, sind das die zwei Positionen, wo ihr noch tätig werden wollt? Genau, deswegen habe ich es eingangs gesagt. Wir analysieren, wie gesagt, die Saison sehr, sehr intensiv, um einfach die passenden Rückschlüsse daraus zu ziehen. Wie können wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten für die neue Saison noch weiter verstärken? Und da sind das natürlich zwei Positionen, die wir gerne noch optimiert wissen wollen. Einmal das Mikrofon noch. Bist du fertig? Alles gut. Ja, nochmal die Frage an den Adli auch. Wir haben gehört, Gegenstoß stark und vor allen Dingen Abwehr stark. Kann man sagen, dass es so eine Art Wunschspieler ist dann auf der Position für dich, die in dein Konzept wunderbar reinpasst? Ich glaube, Flo würde in jedem Konzept gut reinpassen, egal ob das Mainz oder jemand anderes wäre. Der ist einfach ein erfahrener Bundesligaspieler, der über Jahre gezeigt hat, dass er stabil auf diesem Level halt spielt. Ist auch dazu dem eine extra Möglichkeit aus der 7-Meter-Linie. Da hat er auch seine Qualitäten bewiesen. Man kann davon sprechen. Ich habe mir gewünscht, von nachdem wir uns länger zusammengesetzt haben und über die Saison gesprochen haben, dass wir aufgrund auch die Verletzungen, die wir hatten, dass wir einfach in die Breite auf der Position besser besetzt werden müssen. Und deshalb haben wir uns diese Entscheidung getroffen, den Flo zu holen. Und ich freue mich sehr, dass das halt geklappt hat. In der Breite aufgrund der Verletzung besser aufstellen, sagst du, ist es tatsächlich ein Faktor für Johannes Selin, vielleicht auch was seine Schwäche momentan ein bisschen erklärt oder die Saison ein bisschen erklärt, dass es schwierig ist, mental einen jungen Spieler hinter sich zu haben?
Könnte das ein Faktor sein? Das kann ich schwer beurteilen. Die eine findet das so, die andere anders. Ich glaube, Johannes hat das gezeigt in seinen Vereinen bis jetzt. Da hat er meistens sehr viel gespielt und durchgespielt. Er hat dieses Jahr eine Menge von Verletzungen. Und Florian hat das ja selber auch angesprochen. Die Belastung in der Bundesliga ist einfach immens hoch. Und das sind halt einfach Nackenschläge und Rückschläge, die man halt einnehmen muss. Auch was körperlich betrifft. Und das war jetzt das Jahr vor Johannes, wo er in den letzten Jahren weniger hatte. Jetzt hat er die alle auf einmal. Und deshalb, glaube ich, ist das gut, dass man auf Rotation auf diese Position agiert, wie auch auf anderen Positionen. Eine Frage noch zu Sergej, den wir auch gerade angesprochen haben, Sergej Gorpischin. Eingeladen zur A-Nationalmannschaft Russlands, allerdings nicht zur A-Mannschaft des HCI, wenn man so will. Ist das diese Entwicklung auch letztlich, heißt das auch früher oder später, dass er in die erste Mannschaft zurückkehren wird? Wir werden jetzt, vor allem nach der Verletzung von Jan, sind wir in Dialog jetzt mit Rimper, um nochmal das ein bisschen zu ändern, die Konstrukt. Wir haben ihn am Anfang komplett rübergeschickt, um ihn voll da zu integrieren, dass er wieder weiter voll bei einer Mannschaft ist und nicht so hin und her gerissen wird. Wir werden jetzt nochmal mit ihm sprechen, dass er 2-3 Mal bei uns ist oder dass wir das ein bisschen besser absprechen und dass er bis Rückkehr von Jan uns bei uns aushilft. Das wird bei seiner wenn er zurück von Russland kommt, werden wir da eine Einigung nochmal gemeinsam hinkriegen. Aber ich glaube, dieser Weg von Sergej ist aber richtig. Die Sprung aus der zweiten Mannschaft, was ein sehr guter Konstrukt ist und Wannemacher macht da eine hervorragende Arbeit in diese Richtung. Aber das ist sehr groß, dieser Sprung von dritte Liga direkt in die erste Liga und in kalte Wasser da reingeschmissen zu werden. Und deshalb ist diese Zwischenstufe nicht verkehrt, die von Spielern, die mittlerweile stabile Leistungen in die dritte Liga zeigen, dass die über die zweite Liga diesen Sprung in die erste Liga halt wieder schaffen. Das ist, finde ich, ein hervorragender Konstrukt, wenn das geschafft werden kann. Das sind Spielern, die das direkt schaffen können, aber das sind dann auch Spielern, die das eher in kleineren Schritten halt machen müssen. Und von daher, glaube ich, ist dieser Konstrukt sehr positiv und das sind nicht viele Bundesligisten, die diese Rahmenmöglichkeiten bieten können. Und deshalb sind wir, glaube ich, auch stolz bei HC Erlangen, dass wir diesen Weg auch mit jungen Spielern gehen können. Noch an den René eine Frage von mir. Ganz kurz, was mich ein bisschen irritiert. Luxi hat gesagt, er hat so wenig Spielanteile. Jetzt hat er ja, haben wir auch gehört, durch die Verletzung von Johannes Selin ja enorm viele gehabt eigentlich dafür, dass er so kurz nur dabei ist oder noch so jung ist. Bedeutet das mehr jetzt die letzten Monate, in denen er jetzt Selin wieder da ist, nehme ich an? Ja klar, wir reden ja jetzt hier auch genau für die neue Saison. Und da hat er natürlich jetzt auch schon gemerkt, dass er einfach sich in ein paar Punkten natürlich noch verbessern muss, was ja auch völlig normal ist. Wie gesagt, wir reden über einen jungen Spieler, der seine erste Saison in der ersten Liga spielt. Da braucht es einfach gewisse Entwicklungsschritte. Und wir sind halt zusammengekommen, dass wir gesagt haben, dass die optimale Förderung über noch mehr Spielzeiten geht oder gehen wird und man die sich im Idealfall halt dort auch in der zweiten Liga holen wird. Ach, wo genau liegen diese Punkte, wo er sich verbessern muss? Wachsen kann er ja vermutlich nicht mehr oder wird er nicht mehr. Ist vor allen Dingen in der Defensive wahrscheinlich, oder? Ja, aber das hat nicht alles mit der Konzentration zu tun. Ich habe, glaube ich, bei meinen ersten Pressekonferenzen hier gesagt, dass an Philipp Weber bei Magdeburg nicht viel größer ist. Aber es ist einfach, in wie man verteidigt, diesen Gefühl zu verraumen zu bekommen, wie er dann mit seiner Konzentration gegen großen Kreisläufer verteidigen will, wie kann er offensiv daraus reagieren, sein Antizipationsspiel, sind so Kleinigkeiten. Aber der ist gut ausgebildet, der hat einen guten Hand, der ist ein guter Konterspieler. Der muss einfach jetzt in diese Verantwortung kommen. Und ich glaube, die zweite Liga wäre ein hervorragender Schritt von ihm, an diesen Sachen zu arbeiten. Weil in die Bundesliga ist das, die ist einfach... Ja, das ist schwierig, in diese Liga Spielern auszubilden. Vor allem in der Entwicklungsphase, wo wir uns momentan finden, wo jeder Minute wichtig ist und jeder Ergebnis sehr, sehr wichtig ist, dann ist das schwierig, diesen Lehren aus diesen Spielen halt zu ziehen oder den Spielern die Chance dazu geben. Das ist nicht einfach. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke fürs Kommen.
wünsche dir, Flo, einen guten Nachhauseweg wieder und wir sehen uns dann im Sommer wieder. Vielen Dank. Tschüss.